Okay, kein Intro. Das hat er nämlich jetzt übersprungen. Na gut, dann geht's heute auf jeden Fall mit dem zweiten Projekt auf unserer kleinen Liste weiter, nämlich Team Sonic Racing. Oder auch nicht? Sagt mir ruhig, wenn ihr seid bereit oder was? Ja, ich bin jetzt bereit soweit. Ich warte eigentlich jetzt nur noch Markus. Ich dachte, vielleicht redet ja noch irgendwas. Ich habe jetzt wollte eigentlich das Intro mit reinballern, aber irgendwie das hat er jetzt gerade komplett übersprungen, weil ich es schon mal drin habe. Ja. Egal, da ist drum. Gut, was machen wir denn heute? Erstmal das Intro, würde ich sagen, oder? Können wir auch machen. Ich bin dann. Weil ich blöd finde, dass man das hier nicht auf leicht stellen kann. Also die Gegner werden schwierig sein, also. Ach, du kannst das gar nicht auf leicht. Kannst du das nicht einstellen? Ne, das geht nicht. Okay, wollen wir Charaktere wählen. Guck mal, tatsächlich mal erstmal, was für Charaktere wir nehmen. Warum, ja, aber erstmal Intro machen, würde ich sagen, jetzt hier. Bist du soweit mit deiner Aufnahme, Kev? Ja. Soweit bin ich. Guck mal, habe ich Charakter jetzt richtig drin? Ich nehme Shadow als Charakter. Wenn jetzt Markus auch noch nimmt, dann sind wir die Shadow Gang. Ach, was? Warte mal, ja, okay. Warte mal, nee, dann nehmen wir was anderes. Oder nehme ich was anderes? Warte. Das war jetzt. Warte mal, was. Aber wäre interessant, ob man dann auch Unterschiede hat, ne? Nee, alles ist okay. Wir nehmen drei unterschiedliche Charaktere. Ich hätte Shadow jetzt cool gefunden von dem. Als Charakter halt. Da nehme ich aber Dr. Eggman. Da nehme ich Dr. Eggman, komm, pass auf. Dann nehmen wir den. Ja, passt genau. Okay. Markus nimmt Sonic, Baby nimmt Shadow. Nee, ich habe noch gar nicht ausgewählt, weil ich nur noch drauf warte, dass ich das Intro machen kann. Ja, mach. Ach, fang an. Zu. Fang an. So, also. Nachdem, die Vorbereitungen von Kev Gaming gerade länger gedauert haben als der Kalte Krieg. Herzlich willkommen endlich bei einer neuen Runde von Zast, die Zockeranstalt. Anstalt für Gaming-Nerds mit einer riesengroßen Klatsche im Kopf. Und welche drei mit einer größeren Klatsche werdet ihr finden als uns drei? Den Kev Gaming 87, die Baby Pennywise und mich, den IGL Marky 1988 oder auf YouTube später dann zu Grammatus. Genau. Wir haben uns heute mal zusammen getroffen für ein neues Spiel. Ja, wir werden, wie wir schon im letzten Video gesagt haben, nicht mehr die ganze Zeit nur GTA spielen oder irgendein Spiel, sondern wir werden verschiedene Spiele spielen. Und heute haben wir das, ich weiß nicht, ob es noch ist oder vor kurzem war, kostenlose PS Plus Spiel Team Sonic Racing entschieden und werden das mal zusammen ausprobieren. Ich habe auch schon in meiner Formel 1 Liga nur Gutes davon gehört. Da gab es auch wieder einen riesen Hype um Team Sonic Racing und deswegen haben wir uns mal entschieden, wollen wir das auch mal ausprobieren. Und ja, anscheinend geht ja doch die Schwierigkeit umzustellen. Ja, das ist auch normal. Hab ich gerade, habt ihr irgendwie eine Streckenauswahl, die ihr gerne spielen wollt? Das ist das erste Mal, dass ich das Spiel spiele. Ich habe keine Ahnung. Du kennst das Spiel, glaube ich, so ein bisschen. Du kannst ja einfach mal irgendwas auswählen und wir nehmen einfach, wie es kommt. Und ja, deswegen legen wir jetzt gleich los. Und zwar als Team werden wir spielen. Für unsere guten Freunde, die immer nur sagen können, wir können zusammen nur gegen KIs, werden wir das gleich mal wieder zum Testen und zusammen als Team gegen KI-Gegner fahren. Und jetzt gebe ich noch kurz ab an den Meister aller langen Vorbereitungen, Kev Gaming 87, der noch seine Zuschauer begrüßen wird. Ja, schön, dass ihr wieder auch auf meinem Kanal gestoßen seid mit dem zweiten Projekt in unserer kleinen Spieleliste hier bei unserer Zockeranstalt, unserem allwöchentlichen Therapiesitzung hier mit dem Maki, mit dem Baby. Und heute geht's mit Team Sonic Racing weiter. Verrückte Action und verrücktes Racing. Hoffe ich mal zumindest. Ich weiß auch nicht, wie es wird. Noch nicht wirklich einmal angespielt und es ist tatsächlich kostenlos noch immer. In diesem Monat ist es tatsächlich kostenlos. Und wer hier auf meinen Kanal gestoßen ist und Bock hat, mal mit uns so ein bisschen zu zocken, weil ich glaube, das wird auch mal immer wieder auf unserem auftauchen, wie nachdem das jetzt ist. Und der kann natürlich mitspielen und ansonsten haben wir ja noch ein paar andere Sachen vor.
Letzte Woche war sie faul. Auch wenn wir erstmal nur unter uns bleiben, was wir ja gesagt hatten. Heißt ja nicht, dass wir sagen, wir können ja vielleicht nochmal ein, zwei Leute dazu nehmen, die so ab und an mal so ein bisschen mitzocken wollen. Lass aber uns ja, das ein andermal klären. Jetzt erstmal mit Spielen anfangen. Ne? Also, ja, gut. Okay. Beenden wir mal den Alleingang von Kev Gaming und spielen erstmal los jetzt hier. Ja, schauen wir mal. Genau. Heute wieder ein bisschen rumragen hier. Also drei verschiedene Charakter. Einmal Shadow, einmal Eggman und einmal Sonic. Dabei wollte ich ja. Nein, nicht Sonic. Nicht Hard Sonic ist, glaube ich, das gewesen, ne? Das ist Metal Sonic. Das ist der böse Sonic sozusagen. Ah, gut. Naja, schauen wir einfach mal, wie es wird. Schauen wir mal, wie es wird. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt das Rennen. Höherreiche hohen Rang für die Punkte für dein Team. Okay. Gut, das klingt jetzt ein bisschen wie Mario Kart am Anfang. Ja, wenn die Münzen einsammeln, also die Ringe bitte schneller. Ich denke mal, jede Platzierung kriegt Punkte wahrscheinlich, ja. Übrigens, wir werden auch die Charaktere mal durchmixen. Also ich glaube nicht, dass jeder mit einem festen Charakter den als festen Charakter hat. Ja, werden wir doch sehen. Lass uns erstmal jetzt eine Runde fahren. Genau. Mit R2 ist immer Gas geben. Nur so nebenbei. Wer hätte das gedacht? Kann ja auch sein. Oh oh. Ich glaube, ich habe irgendwas erwischt. Ich habe gerade irgendwie eine Trophäe dafür gekriegt. Ebi und ich side by side. Ja, ja, ich bin vor so ein bisschen. Wer war ich in der Nähe? Ah, ja, ja. Ich habe noch keine Items gerade gekriegt. Ich bin gerade ein bisschen. Bisschen out of order. Ah, dieses scheiß Rad. Bist du gerade zerquetscht worden, Kev? Ein bisschen, ja. Ja, Hilfe. Nimm mich mal mit, wie der Oma vorne fährt. Wie viel da bist du, Baby? Oh, und links sind ja die Platzierung, die aktuelle, ne? Ja. Abkürzung, ja. Abkürzung genommen, ernsthaft? 7, 8, was? Hä? Aua! Hey. Kev hat's irgendwie mit den Hindernissen, der fährt da gerne rein. Ja, das stimmt. Ah! Fast. Gibt's nicht. Überholen hier. Sollen das. Mann. Also B, Moment. Nein. Und, ja. Alter, wie driften die denn? Wie geht denn das? Hätte L2 gedrückt halten. Oh, die Kurven. Okay. Ich bin in den Boden gesenkt. Okay. Ich bin gerade eingesunken. Ja, wie gesagt, ne, ich habe das Spiel vorher nie gespielt. Das ist gerade die erste Runde. Ja. Ja, wir müssen aber nicht mal schlecht. Die hätten nur die ganze verprügelt. Baut einer einfach Steine hin. Hm.
Alter, mir hat gerade einer mein Gadget geklaut. Ich fahre echt immer die Dinger da rein, ne? Sind das unten eure aktuellen Platzierungen? Jetzt 2, 9. Ja. Okay. Ich stehe jetzt gerade. Hilfe, ich versinke schon wieder. Nein, nein, nein. Oh Gott, was knapp. Ach, die Scheiße, die Röhre da mit den Dampf darf man nicht berühren. Okay. Sechster momentan nur. Sieht noch ein, zwei aus. Platz 5. Ein Baby auf 9. Ich wurde da hinten auch die ganze Zeit verprügelt. Ich habe aber... Ich habe den Sand geschifft. Ich habe die ganzen... Ich habe die ganzen scheiß Dings mitgenommen. Die ganzen Räder und was auch immer. Gegner ins Schleudern gebracht, das war meine Aufgabe. Okay. Ja, Gegner einen geschleudert, ja. Aber es ist eigentlich ganz witzig gemacht, definitiv. Man muss ein bisschen reinkommen, aber es wird schon irgendwie werden. Ist ja noch kein Meister von mir gefallen. Aber Hauptsache die Baby, die eigentlich das Spiel schon öfters mal gespielt hat oder so. Erstmal kurz nach hinten. Die landen auf dem letzten Platz, ja. Ja. Und die beiden Kacknoobs, die landen auf 1 und 5. Ich bin aber auch nie wirklich weggekommen. Von irgendwie mein zweiter, dritter Jahr, aber dann immer wieder einen mitbekommen und dann wieder zwei Mann überholt und alles. Aber naja. So, bereit. Eine andere Strecke wahrscheinlich mal, genau. Ich hoffe, mich schubst diesmal keiner sonst wohin, dass ich in Treibsand versinke. Oh, mimimi. Das war wirklich mies, aber sag mal unten. Sand im Getriebe, ja? Im Kreis könnt ihr Items rüberschmeißen. Okay. Mit was? Kreis. Im Kreis können wir Items rüberschmeißen, wenn jemand hinten ist. Also, okay. Der vorwärts kommt. Wenn ich mich rechne, dann war das die Taste. Ich finde die Musik im Hintergrund eigentlich ganz cool, so ein bisschen rockig. Aber es ist immer von Strecke zu Strecke unterschiedlich. Oh Gott, oh Gott! So, wir können das Rennen beenden, ich bin Erster. Aua.
ihm schief. Nein! Da geht's weiter. Da kam dem Moment so ein Teil raus. Kann man die Raketen eigentlich auch nach hinten wegschießen, wie bei... Nein. Okay. Aber mit dem scheiß Adler. Irgendwer hat mich... Boah, für die Bombe. Irgendwie hab ich gerade weggestachelt. Ah, fuck, ich hab direkt so viel. Warte, ich war Erster. Ich bin schon noch Achter. Direkt hinter der Baby. Ja, da kommt mich wer ab. Aua, irgendwas habe ich gerade gut erwischt. Aua, voll überfahren worden. Ich bin gerade über Bahn geflogen. Oh, ich hab's auch erwischt. Ich bin ein bisschen... Nein! Oh. Da war der Super Turbo vorbei. Ey! Ein Adler! Den hab ich da. Oh. Baby, ich bin hinter dir! Auf den gelben Streifen fährst, die nimmt er dich mit, ne? So windschattenmäßig. Ja, das ist ja der Windschatten. Aua! So wie die Band. Ich hab an mir eine Bombe irgendwie nicht geflogen. Mann! Ich hab den Turm und war Markus dran! Ich hab den überholt! Und dann kommt diese scheiß Axt noch runter. Ja. Ich war Zweiter. Ach, da kommt irgendwas mit dem Strobo an. Der ist schon vorbei mir. Ah, nein! Der Turbo voll runter. Na, ja, schon wieder daneben. Oh. Die Bombe ist mir gerade auf den Platz. Zweite Runde hintereinander, wo ich mit dem Super Turbo gegen die Strecke geflogen bin. Ah, Mann! Ich will darüber. Wollte darüber, da kommt einer mit dem steilen Stachel an. Mann! Ich höre hinter dir, Markus. Du ziehst mich gerade übelst mit. Ernsthaft? Für den Jacks. Vergiss es, Baby. Zweiter noch. Erster, zweiter, dritter.
Yeah. Ist doch schön. Markus ist ja auch trotzdem aber deutlich geworden. 6 Sekunden ist viel. Aber ich habe nochmal einen super Boost bekommen. Naja. Aber ich habe mit Baby wirklich ein Fotofilm. Ich guck mal auf die Zeiten. Mit dem Superboost kannst schön du schön in die Bahn gekuschelt. Mit dem Superboost, Kev, kannst du auch durch die Hindernisse einfach durchfahren. Ich glaube aber, ich habe das Gefühl, dass du dir einen Boost auflädst, indem du die ganze Zeit im Windschatten fährst. Wenn du die ganze Zeit auf dieser gelben Linie bist, dass du dir irgendwie den Boost noch holst.